abgeschnitten. Ja, Moment, also dann so. Hier weiter wie zurück. Laut muss ich sprechen? Ja, das ist schon ganz gut, angenehme Lautstärke. Jetzt geht's bis unten, nicht ganz nach unten. Wie weit? Also bis hier. Nee, bis hier. Bis hier. Das reicht doch. Das reicht, ne? Und wenn Juli dazukommt, ist es auch so. Habe ich schon eingeschaltet. Ich führe Sie dann die Treppen hoch zum Römer. Da denkt man. Ja, dann kann ich mit dem bewegen. Kann ich auch bewegte Bilder machen. Die Taschen, ne? Lassen wir dann hier da. Ja. Oder dann machen wir die gleich dahin. Da steht Fair Globe, ist auch nicht schlecht. Ja, das ist gut. Fair Trade macht auch was her. Ja, ist sowieso keiner, du machst ja nur bis so da. So, das sind jetzt die Vorbereitungsaufnahmen. Ach so, ja, ich muss noch nichts machen, ne? Ja, ja. Ach so, ich kriege ja noch das Ding. Wir fangen dann ein neues Video an. Ja, das hänge ich mir dann während der Aufnahme um. Ja. Damit das beide drauf ist. Jetzt sind wir beide drauf, jetzt ach machen so. Wir noch einen ja, Ton. Wie war dein Name? Wolfgang. Ja, Wolfgang, ohne dich würde die Kampagne doch kaum laufen. Du hast das wirklich gut gemacht. Ja. Social Media Spitze. Weiß ich nicht, ne? Wir müssen nur lernen. Das, was wir drauf haben, Juli und ich, ja. Wir sind Laien. Ja. Und wir ergänzen uns. Ja. Und ja. Besser, ja. Machen den Computer besser. Okay. Und man sagt, wir müssen die anderen auch ein bisschen schulen. Ja. Mini-Wissen haben. Schulen, die anderen. Dass keiner aus seinem Partikulärwissen ein Massenmonopol macht. Ja, ne? Das ist das größte Bild. Wir müssen uns ergänzen, jeder mit seinen Fähigkeiten und keinen ausgrenzen. Und wenn aber einer anfängt, ne? Ich habe den Schlüssel zum Computer in der Küche oder zur Haustür, nee, oder, dann pass auf. Hier, würdest du zustimmen, wenn ich sage, ich bin eigentlich der heimliche Kaiser, König und Oberbürgermeister von Frankfurt, der OB der Herzen. Und in dieser Eigenschaft möchte ich Juli Wünsch gleich die Treppen des Römers hochführen und einführen in ihr neues Amt, symbolisch schon vorwegnehmen ihre Wahl. Ja. Ja, gut. Doch. So machen wir das. Ich habe vergessen, wieder vergessen, und zwar die Oberbürgermeisterin-Kette für den Wahlkampf. Das ist ein Baum und auf der Rückseite ist dieses Foto von der Mutter. Und das bringe ich dann das nächste Mal mit. Wenn wir uns wieder treffen. Ne? Das mache ich erstmal aus. Den Königsweg, wo Kaiser Karl gegangen ist, gehen wir auch noch vielleicht. Genau. Da. Ja, so. Soweit die Füße tragen. Der hat ja ein Denkmal auf der Brücke, der Kaiser Karl. Du hast ja eine Kette wie der Feldmann. Ja, jetzt. Jetzt haben wir erstmal Probeaufnahme gemacht. Ich habe schon gesagt, ich führe dich symbolisch jetzt schon in dein Amt ein, dich bei der Hand nehmen. So, jetzt gehst du mal hin. Bei der Hand nehmen, komm. Und den Römertreppe hochführen. Und ich filme euch. Wir und dann aber drehen wir uns einmal um zum Volk und winken dem Volk zu. Nein, das ist alles nicht mein Stil. Ja, nun, das Theater ist doch eine Performance, Juli, bitte. Ohne Humor wirst du nicht gewählt, ganz einfach. Ja. Was hast du denn da für einen Fingerring an? Ja, das ist alles Symbolik. Ja, also Kaiserring. Ja, aber sowas, so geht das doch gar nicht. Ja, doch, das bitte, geht. Juli, ich bitte dich. Wir sind doch hier am Gerechtigkeitsbrunnen. Ja, genau. Ich dachte, apropos, du erzählst danke uns für das Stichwort, Juli. Gerechtigkeit. Ich war gestern bei der Diskussion Frankfurter Neue Presse, Oberbürgermeisterkandidaten, leider wieder ohne dich. Das ist eine Diskriminierung von dir und Carsten Schloberg. Ja. Und eine Bevorzugung der Parteileute. Damit ist die Wahl eigentlich schon ungültig. Ungültig! Und mich lauter haben, reden, weil hier kommt das nicht an. Mich haben die gar nicht reingelassen, Juli, weil sie wissen, dass ich kritische Fragen stelle. Wir haben also keine Demokratie. Und diese Journalisten kriechen nur den lauter Arsch reden. In den Arsch. So, jetzt führe ich dich, liebe Juli, als künftige Oberbürgermeisterin die Treppen des Römers hinauf. Darf ich um deine Hand nehmen? Nee, aber so geht das doch gar nicht. In 3 Minuten sind wir schon da, ist nicht so weit. Die Kamera sieht das aber gar nicht. Die Kamera ist hier im Stativ. Er nimmt die Kamera mit. Bitte, Juli. Ich finde das aber ein bisschen komisch, weil so läuft das nicht. Das ist nicht komisch. Wir haben hier keinen Peiler. Wir wollen doch eine Kunstaktion machen. Wir haben hier eine Kunstaktion. Das ist auch eine Kunstaktion. Okay. Musst du mit dem. Ja, gut. Wir gehen vermummt, weil wir überschreiten jetzt das Vermummungsverbot. Pass auf. Hast du es soweit? Ja, ist alles läuft noch. Abfahrbereit? Ja. Die Tür ist sogar offen, das passt genau. Das heißt, jetzt könnte ich theoretisch sogar schon das Amt kümmern. Jetzt muss ich doch mehr näher rankommen. Schauen wir einmal in die Kamera zurück da. Ach, guck mal hier. Ja. Das ist toll, der Nikolaikirche. Der Nikolaikirche.
Die Augen muss man aber doch sehen. Und du siehst ja aus wie eine Kaiserin jetzt. Das ist nicht schlecht. Darf ich nochmal um die Hand? So, jetzt haben wir es. Das wird das Star-Video. Keine Vermummung, Juli. Ein Satz noch vorher. So kommt man nämlich in die Diskussion rein. Nur wenn man sich vermummt, dann kann man mitdiskutieren. Ja, 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 das stimmt. Das hat schon was. Lauter sprechen. Ja, hier. Wir grüßen die Frankfurter. Ich führe symbolisch Juli Wünsch als künftige Oberbürgermeisterin ein. Eine kompetente, kluge, ja, Frau, die niemanden in den Arsch kriegt. Ja. Das ist schon allein unparteifrei. Ja, was wollt ihr denn noch mehr? Das ist es. Und was haben wir da für ein Schild? Da rechts. Ist ja auch wichtig, ne? Übergebe ich dir schon mal symbolisch die Kette der Oberbürgermeisterin. Ja, darf ich dir das auch anlegen? Also das wird eng. Mach mal das Ding ab, Absatzkessel. Bitte einmal abmachen, sonst passt es nicht. Eine Minute. Ach, das sieht so gut aus. Nur die Kappe oben ab. So, das ist bitte keine Gewalt, ja? Keine Gewalt. Ja, das ist die Goldkette. Bitte, bitte ernsthaft, was du willst den Job wirklich machen, und, oder? Und ja, und die Kette kostet sie ihr Leben. Ja, nee, gar nicht. Damit hast du den Erfolg. Ich finde, diese Performance ist besser, ja, als die von der Gruppe Die Partei, die ja auch versucht mit, wie du magst. Ja? Wie die Partei, und das wird dann enthüllt am Wahltag. Ja, das ist schön. Also, das ist ja sonst auch nicht gut. Besser als die Partei, die nämlich den herrschenden Eliten durch ihre Späße auch noch Futter geben, also sozusagen Begleitmusik, aber ja, sie macht eine. Und die Schrein, Der Strahlengeschütz, so, jetzt mache ich mal kurz eine Pause. Oh, das war die Pause. Ja.